Hallo, meine lieben Steinböcke, das ist eure Kartenlegung für ganzen Januar. Ja, in Zukunft mache ich die Kartenlegung für ganzen Monat aus einfachem Grund, weil ich habe auch andere Projekte, denen ich möchte nachgehen, wie zum Beispiel meiner Katze-Projekt, Videos mit meiner Katze. Aber ich habe auch weitere Ideen und ich habe nicht für alles Zeit. Und natürlich auch die Energie, ne? Man sieht nur einen Teil hier und einen anderen Teil ist das, was hinter dem Hintergrund ist. Und ich bewundere Menschen, wirklich die Kartenleger, die können 4, 5 Legungen am Tag machen oder auch viele Videos und so weiter und lange Videos. Ich kann das nicht. Ich habe nicht diese Kraft. Meine Kräfte sind begrenzt. Ja, wie immer, das ist eine Kollektivlegung. Das bedeutet, es kann sein, dass du gehst in Resonanz, kann auch sein, dass du nicht gehst in Resonanz. Bitte genauer betrachten. Wichtig ist es bei dieser ganzen Sache, ist, dass du schaust, was du mitnehmen kannst. Vielleicht ist es auch mancher Impuls, manche Idee, vielleicht auch anderer Blickwinkel auf dieselbe Situation. Vielleicht wird dir auch manches klarer oder auch verstärkt deine eigene Intuition. Wir sind alle intuitiv. Es ist nur die Frage, wie stark. Und natürlich auch, wenn wir der Intuition auch zuhören. Das ist ganz wichtig. Ja, ich kenne nicht, liebe Männer, bitte ummünzen. Ich freue mich für Like, Abonnement, Kommentar. Vielen lieben Dank, wenn du auch abonnierst, wenn du oft das Video anschaust oder kommentierst. Ja, also beginnen wir. Ne? Was ist sozusagen im Januar bei dir so los? Das so zeigt Tendenzen. Natürlich, du entscheidest, wie dein Leben ist, was du tust, was du machst. Und natürlich, ich kann auch nicht alle mitnehmen in dieser Kollektivlegung. Das kann sein, dass ich nehme bestimmte Anzahl oder auch manches wird angesprochen, manches nicht. Ne? Also immer betrachten, das ist keine Privatlegung. Und das immer auch zeigt Tendenzen. Aber du entscheidest dein eigenes Leben. So, wir fangen an. Da hat ein großes Geldbetrag bei deinen Herzensmenschen. Fürs Leben, aber es kommt auch Verluste. Das Geld fließt dann auch weg. Er denkt über Freunde, etwas unternehmen mit Freunden vielleicht sogar. Also für dich geht es um Verträge, Beziehungen. Ein Vertrag, Beziehung, das ist noch nicht Spuckerei, vielleicht auch mit beruflich zu tun. Es kann auch sein, dass du, ja, du hast eine Vereinbarung, Vertrag und du machst dir darüber Gedanken, aber es ist noch nicht spruchreif ist, das auszusprechen. Das passiert manchmal, dass wir müssen mit etwas schwanger sein oder eine Weile schwanger sein. Oder wir überlegen uns etwas. Du schaust aber aus dem Kartenbild raus, dass es für mich bedeutet, du ganz genau momentan nicht weißt, wohin du schauen solltest. Das ist nur temporär, also nur für bestimmte Zeit. Vielleicht ist das so, dass du bist mit anderen Sachen beschäftigt, vielleicht auch noch durchgehen, nochmals dieses Jahr, also 2023. Du machst dir Gedanken über Neubeginn, Veränderung und dass es alles schicksalhaft ist. Hier geht es nicht um große Dinge. Das kann auch sein etwas Kleines, weil wir wachsen und entwickeln uns, wir ständig irgendwas verändern. Wir auch immer wieder Neubeginn starten, etwas Neues reinfügen in unser Leben. Irgendwas verändern bei uns selbst, unsere Gefühle verändern und unsere auch Blickwinkel verändern sich auf dieselbe Situation mit der Zeit. Es ist so, dass für dich wird aufpassen auf dein, wenn du weibliche Person bist, aufpassen auf deinen Unterleib. Es kann sein, erkranktes Unterleib ist, dass du vielleicht drum kümmern musst. Also vielleicht auch Probleme mit Hormonen, also Schilddrüsenfunktion, Überfunktion, Unterfunktion oder auch ganz einfach hormonell etwas passiert. Ne? Vielleicht ein bisschen aus der Reihe ist gekommen.
Auf jeden Fall achte darauf, bedeutet nicht, dass es jeden trifft, aber es kann sein, dass es könnte sein. Es kann auch sein, dass du irgendwas auch in familiär oder auch irgendwie muss einiges verändert werden oder auch in Harmonie und natürlich auch Sexualität. Bei deinem Herzensmenschen gibt es hier Behörde, Arbeit und List. Das nicht beachtet er, aber da ist etwas stattgefunden. Diese List hat auch mit deiner Frau zu tun. Weil der Fuchs schaut auf eine Frau. Ich weiß es nicht. Zwischen euch ist diese Frau. Ihr guckt auch diese Frau nicht an. Das kann natürlich auch sein, Verwicklungen. Ne? Nicht jeder Mensch hat sozusagen irgendwie Rivalen. Deswegen auch für mich, die Schlange ist immer, auch kann auch jemand Außenstehender sein, wie Schwester, also zwischen euch beiden. Schwester, Tante, Tante, Mutter, Schwiegermutter und so weiter. Also jemand, der steht. Aber natürlich auch Verwicklungen. Bei ihm geht es um Streitigkeiten oder auch Diskussionen über längeren Zeit. Hier geht es oder auch Diskussionen über Leben, Gesundheit, Lebensthemen, wie man das Leben meistert. Er schaut auch auf Aufregungen, aber es wird auch manches klar für ihn. Vielleicht das wird auch Unruhe für ihn bringen. Etwas, ich meine, manches erkennen ist es nicht immer einfach, ne? Das ist auch, bringt auch Unruhe, wenn man zum Beispiel feststellt, dass man völlig verrannt hat. Bei ihm ist, kann auch sein gesundheitlicher Bescheid kommt, mit Sicherheit, oder Nachricht, dass er muss etwas transformieren. Es ist so, bei dir beruflich geht es jetzt momentan Blockade, da irgendwas geht nicht voran. Bitte nicht missverstehen, das geht nicht um dauerhaft. Vielleicht auch du fühlst dich blockiert. Vielleicht wirst du auch ausgebremst oder gerade ist nicht viel los oder auch irgendwas nicht geht voran. Aber da kommen auch berufliche Nachrichten. In den Finanzen geht es um Geld und du solltest aufpassen, wie du Geld investierst. Da ist nicht alles ganz rund. Vielleicht auch muss man gewisserweise in Anführungsstrich mit Geld sehr clever umgehen. Bei ihm ist der Freundeskreis, wie ich schon sagte, auch wichtig ist, schaut auf die Klarheit, auf finanzielles Glücksding. Vielleicht über längere Zeit, aber es ist zwar positiv, aber es wird Verluste. Also das Geld, was reinkommt, kann auch gleich wegsickern. Vielleicht ein Teil bleibt da, aber ja. In der Liebe gibt es Liebeskummer und hier in der Liebe steht auch ein anderer Mann. Ja, und dieser andere Mann kann natürlich auch Schwiegervater sein, Vater und so weiter, Machtperson, jemand, der ist älter als du, aber es ist immer gut wollend dir gegenüber. Und dieser Mann kann auch ein Ex sein, ne? Für ihn selber geht es neue Verträge, Neubeginn in Beziehung. Aufregungen und Unklarheiten, das ihn auch macht zu schaffen, Gespräche, Schicksalhaftes. Bei dir ist Nachricht, die vielleicht nicht ganz ehrlich ist. Nachricht, was du nicht als ehrlich empfindest. Also ich sehe nicht, dass das die Liebe ist, die Vordergrund ist bei dir. Es ist so, dass du bist eher mit dir selber beschäftigt und du schaust auf Neubeginn, Veränderungen, die schicksalhaft. Schicksal ist auf jeden Fall da. Mit Sicherheit schicksalhafte Prüfung. Also Prüfung ist damit gemeint, schicksalhafte Prüfung von oberer Macht. Wie man in diese Situation umgeht, wie man hält, was man tut. Und die Nachricht ist plötzlich unverhofft. Kann auch sein, als völlig überraschend, womit man gar nicht gerechnet hat. Also auch Freudeschrecken kann sein. Zwar positiv, aber ja, ein bisschen erschreckend. Du Entscheidungen triffst auch wegen Zuhause, Familie. 4, 3, 2. Im Geheimen.
Irgendwas vielleicht das mit Haus zu tun, mit Zuhause zu tun, für Familie, also Geld in Familie. Alles oder hausliches Geld, also Hausgeld, Geld auch für die Immobilien. Da musst du auch irgendwas Entscheidungen treffen. Es kann natürlich dein eigenes Zuhause sein, was du, aber es kann natürlich auch, wenn du besitzt Immobilien oder mit Immobilien etwas zu tun hast. Vielleicht auch geht es nicht um dich selbst, sondern vielleicht geht es um jemanden, der dir wichtig ist. Dass da man sozusagen zum Beispiel unter den Arm greifen bei Eltern oder sowas in die Art. Dass man da sozusagen guckt nach dem Haus der Eltern oder Tante oder auch Schwester oder sowas in die Art. Und die Entscheidung ist auch geheim. Verträge. Die Veränderungen sind mit Neubeginn und die werden auch viel Kraft geben. Mit großem Glück sogar. Besonderes großes Glück, kleines Glück und großes Glück. Ne? Also die Veränderung, die du überlegst für Neubeginn. Oder betreffen deine Kinder, kann auch sein, aber ich hier rechne mit Neubeginn, die werden gut gelingen. Ja, dein Partner ist, ihr seid voneinander abgewandt, ob er aus Seitenpartnerschaft oder auch nicht in Partnerschaft als Herzensmensch da ist. Da ist diese Frau und das ist eine zwar freundliche Frau, also gut gemeinte Frau, ne? Die hat Sehnsucht nach Freundschaft oder Sehnsucht, Aufbruch in der Freundschaft mit gut gemeint, aber diese Frau wird auch Spannungen haben, etwas Plötzliches und verhofft, dass für Nachrichten kommen. Aber sie ist, ja, es ist mir der Fuchs nicht gefällt und der Fuchs kommt 4, 3, ne, 6, 5, 4 mit Finanzen auch, ne? Wenn ich so schaue, bei ihm ist das Verluste irgendwas nach dem Herzen, manchmal ist unklar bei ihm ist, betreffen Verträge, Vereinbarungen oder auch Beziehung. In kurzer Zeit mit Sicherheit hat er Gespräche, Diskussionen, vielleicht sogar Streitigkeiten, Nachrichten. Das ist das, was bei ihm ist. Was bei dir in den Schicksalsfahrt, hier geht es um Emotionales. Du wirst möglicherweise emotional blockiert sein. Es kann auch sein, dass du hast keine Gefühle in diesem Augenblick. Dass du nicht rauslässt deine Gefühle. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die Entscheidung, also vielleicht auch ist es so, dass du bist emotional, weil es ist eine Entscheidung, kannst du nicht treffen oder nicht, ja, durchführen. Betreffend Veränderungen in den finanziellen Bereich, wo du solltest aufpassen. Bei den Tricksereien oder das ist wirklich, du musst sehr schlau umgehen, ne? Weil Fuchs steht auch für Schlauheit. Betreffen eine ältere Person, das kann auch sein. Dass du musst irgendwie Entscheidung treffen, wie du etwas veränderst, finanzielle Art, schlau sogar veränderst, finanziell oder auch mit Besitz zu tun, für diesen Menschen. Und der spielt eine Rolle in deinem Leben. Und dieser Mensch ist auch im Haus des Herzens. Das bedeutet, dieser Mensch ist dir wichtig. Oder du bist für diesen Menschen sehr wichtig. Das ist die Herzlichkeit, die Liebe. So auf ihn, auf Neubeginn, auf dich, auf Vertrag, Arbeit, Sicherheit und die Liebe. In der Liebe, ja, hier geht es wirklich um einen Mensch, der hat herzliche Gefühle. Oder du zu ihm. Mit Sicherheit geht es um die Veränderungen. Du wirst auch wahrscheinlich Veränderungen stattfinden, wenn es soweit ist. Und wahrscheinlich du sogar auch viel Sicherheit durch diese Veränderungen für dich irgendwie gewinnst, das Gefühl, ich fühle mich gut, ich fühle mich sicher mit dieser Veränderung. Es gibt auch manche Entscheidungen, was das trifft, berufliche Natur. Verträge sind und Vereinbarungen sind auch emotionale Ebene. Das bedeutet, das kann auch sein, dass es ist entweder im emotionalen Bereich, seelischen Bereich, dass du Verträge empfindest. Zum Beispiel, was ich damit meine, bevor wir irgendwelchen Vertrag oder Verpflichtungen eingehen, wir müssen auch dieses Gefühl haben, ich fühle mich verpflichtet.
Das ist ganz wichtig. Und das fängt es ja auch mit dem Gefühl, ich fühle mich verpflichtet. Man ist ja in Beziehung nicht in dem Augenblick, wo man sagt, wir sind zusammen, sondern ich fühle mich zu diesem Menschen hingezogen, ich fühle mich verpflichtet, Rücksicht auf seine Gefühle und wie ich reagiere mit diesem Menschen zu übernehmen. Das macht man, diese bestimmte Stufe macht man nicht mit jedem, ne? Weil das ist eine besondere Art von Gefühl. Zumindest so kenne ich das bei mir. Ja, bei dir ist auch manche Blockaden. Vielleicht auch Sturheit, ne? Neubeginn, auch für das Geld, vielleicht für Kinder oder auch kleines Geld handelt es hier, auch um kleine Beträge. Und dieser Mann ist auch Trickserei oder auch schlau, clever, vielleicht auch ein bisschen lügt. Es gibt verschiedene Deutungen für dasselbe. Ich versuche alles Mögliche durchziehen, was ich so sehe. So, mein lieber Steinbock, wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich sehr für jeden Like, Abonnement, Kommentar. Wenn du öfters meine Videos angeschaut hast, abonniere und kommentiere. Ich wünsche dir wunderschönen guten Start in neues Jahr. Wunderschöne Weihnachten, falls du davor das anschaust. Besinnliche Weihnachten. Schöne Weihnachten, gute Weihnachten und natürlich auch guten Rutsch ins neue Jahr. Bleib in der Mitte, bleib bei dir selber, mach das Beste aus dieser Situation, wo wir uns befinden und alles wird gut. Bis bald.